Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ja, Trainer, ihr habt das Testspiel gegen den FSV Zwickau 3-0 gewonnen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal positiv aufgrund dessen, dass wir Tore geschossen haben und zu Null gespielt haben. Und was halt auch wichtig ist, dass alle Spieler gut durchgekommen sind. Ich finde, dass wir von der Leistung, gerade in der ersten Halbzeit, haben wir schon viel von dem gezeigt, was wir können. Immer noch nicht bei 100%. Das ist auch schwer, weil wir haben in der Vorbereitungsphase natürlich auch nochmal Schwerpunkte drin gehabt. Dass du jetzt nicht 100% fit bist für so ein Spiel, dass du halt auch ein bisschen was in den Knochen hast. Aber es muss jetzt kommen. Also es muss jetzt in den nächsten Wochen dann dementsprechend die Spritzigkeit reinkommen. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass man durchweg auch mit den Spielanteilen, die wir geben konnten, recht zufrieden sein kann. Ich glaube, dass ein sehr guter Test war, auch ein guter Gradmesser. Gerade solche Gegner werden uns natürlich Woche für Woche in der Liga erwarten. Von daher muss ich sagen, dass die Jungs das sehr, sehr gut gemacht haben, richtig gut reingekommen. Auch verdient zur Halbzeit, 3-0 geführt, war natürlich sehr, sehr gut, auch sehr, sehr viele gute Spielzüge drin und natürlich auch mit Chris seiner Schnelligkeit sehr, sehr gut ausgespielt. Zur Halbzeit hat dann Zwickau umgestellt. Ich glaube, dass sie auch nicht das Spiel einfach so gehen lassen wollten. Von daher waren die dann so nochmal ekliger und aggressiver. Aber ich glaube, dass wir es dann am Ende auch souverän runtergespielt haben. Von daher war das, denke ich mal, ein ganz ordentlicher Test für uns. Wir haben uns vorm Spiel was vorgenommen, dass wir nach jedem Ball pressen, dass wir fokussiert uns auf das Spiel konzentrieren. Und das hat heute sehr, sehr gut geklappt. Zu meinen zwei Toren. Ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen. Das hat heute auch sehr, sehr gut geklappt. Beim ersten Tor hast du den Fehlpass vom Gegner gerochen. Kannst du mal kurz beschreiben, wie du die Situation wahrgenommen hast? Ja, wir haben in der Vorbereitung beim Pressing, haben wir das so, wenn der Ball auf der linken Seite ist, dass ich dann ins Zentrum rücke. Und ja, da habe ich gesehen, dass er einen Fehlpass spielt. Und wäre ich da nicht hingegangen oder hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht durch gewesen. Ja, hat gut geklappt. Ja, ich glaube schon, dass wir die Tore, die wir jetzt gemacht haben in der Vorbereitungsphase, sind schon Tore, die wir auch im Training immer wieder drin hatten, gerade gegen Sampdoria dann auch diese mit Umschaltspiel, heute wieder mit Umschaltspiel. Wenn die Jungs gut gegen den Ball arbeiten, aggressiv gegen den Ball arbeiten und die Balleroberung bekommen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit auch immer wieder durch unsere Tempospieler, die wir haben, Chris ist einer von denen, auch immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir eine gute Kompaktheit haben und dass wir gut gegen den Ball arbeiten. Du hast erst mit deinem linken Fuß den Pfosten getroffen und kurz danach zugeschlagen. Kannst du mal die beiden Situationen kurz zusammenfassen? Ja, bei dem Schuss war ein bisschen unglücklich. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass er drin ist. Umso glücklicher war ich dann, dass das danach geklappt hat. Und ich denke, ich stand einfach richtig am Ratten, gut abgelegt und genau, habe schon reingemacht. Du hast am Anfang oft auf der Außenbahn gespielt, heute im Sturmzentrum. Wo ist so deine optimale Position? Wo siehst du dich da aktuell? Ja, also ich versuche mich einfach aus. Trainer sieht mich jetzt eher vorne drin. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Deswegen, für mich ist es eigentlich egal. Du hast auf der Seite oftmals das 1 gegen 1 gesucht, auch vor deinem zweiten Tor. Ist das auch eine Vorgabe vom Trainer? Ja, auch vom Trainer. Der erwartet von mir, dass ich in 1 gegen 1 gehe. Ich finde, ich bin in der Hinrunde viel zu wenig 1 gegen 1 gegangen. Ich habe dann jetzt in der Winterpause habe ich mir den Ball geschnappt, meinen großen Bruder geschnappt und wir haben dann gefühlt 2-3 Stunden, auch wenn es lang war, auch wenn es hart war, 1 gegen 1 ohne Ende gemacht. So. Und ich fühle mich gut, ich fühle mich freier, ich habe viel mehr Aktionen 1 gegen 1, also viel mehr Optionen 1 gegen 1 und das klappt sehr gut. Zwickau hat zur Halbzeit umgestellt, eine Dreierkette gespielt. Wie zufrieden warst du mit der Reaktion deiner Mannschaft auf diese Umstellung? Ja, das kennen wir ja, das hat Sampdoria gespielt. Also wir haben ja schon in der Hinrunde mehrfach so gegen solche Mannschaften gespielt. Ja, das braucht dann so ganz kurz mal eine Phase und wie hoch gehen wir drauf, wie viel Druck machen wir dann. Aber das sind ein, zwei Kommandos und dann wissen die Jungs, dass das ist kein großer Unterschied. Ich finde halt nur, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht so aggressiv in den Zweikämpfen waren wie in der ersten Halbzeit. Wir haben ein bisschen gebraucht, muss man schon sagen. Dann mit dem Wechsel, die Jungs brauchen auch ein bisschen Anlaufzeit, fand ich aber, wurde das immer besser hinten raus. Und ich glaube, wenn das Spiel jetzt noch länger angedauert hätten, dann hätten wir auch wieder dieses Überwasser bekommen, was wir in der ersten Halbzeit hatten. Ihr habt jetzt noch knapp 2 Wochen bis zum Auftakt. Was muss noch passieren in dieser Zeit? Wo steht ihr aktuell? Ja, ich denke, dass wir schon sehr ordentlich dastehen. Wir haben auch sehr, sehr viel im Ausdauerbereich gemacht und so weiter. Ich glaube, das sieht man auch.
Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind, aber es gibt natürlich immer taktische Griffe, verschiedene Spielsysteme, wo man eigentlich jeden Tag daran arbeiten kann. Und daran werden wir auch fallen, weil man sieht, wenn der Gegner dann auch mal umstellt, da muss man dann auch wieder eine Lösung finden. Und von daher haben wir jetzt noch 2 Wochen Zeit und die werden wir auch gut nutzen. Naja, wir haben alle Schwerpunkte oder alle Themenbereiche jetzt schon abgearbeitet. Wir gucken uns das Spiel jetzt nochmal an, dann werden wir das auch nochmal für uns analysieren. Und was wir halt immer wieder mit drin haben, sind Standardsituationen. Das müssen wir zwangsläufig besser machen. Da haben wir noch viel Potenzial nach oben. Da wird auch nochmal eine Einheit unter der Woche für genutzt, so wie wir das in der ganzen Vorbereitung gemacht haben, dass wir mindestens einmal die Woche eine komplette Einheit nur Standardsituationen trainiert haben. Und das werden wir auch beibehalten. Dadurch, dass wir jetzt schon sehr lange in der Vorbereitung sind, denke ich, sind wir schon weit. Wir haben jetzt noch eine Woche mit einem Testspiel und dann geht es auch schon wieder los. Also ich denke, wir sind auf jeden Fall gut dabei, wir sind fit und wir freuen uns jetzt ja, auf das Testspiel noch und dann geht es wieder los. Dankeschön.